Ich grüße euch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer Runde Arena Commander. Und es ist nicht nur irgendeine Runde, wir spielen den Pirate Swarm und wir wollen in der 10. Runde gegen die Hammerhead antreten. Mit dabei ist heute der Buntfalke, grüß dich. Servus. Dann haben wir den Bexen dabei. Ich grüße euch. Und der Eli. Ja, hallo. Hi, hi. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute die Hammerhead platt, habe ich gerade schon versprochen. Machen wir dann, ne? Ja, natürlich. Sehr gut. Vor Hammers, ja. So, mal gucken, wie die so drauf sind, die Jungs hier im PTU. Also, sie soll ja auch eine bessere KI jetzt unterwegs sein hier im Flug. Oh, yes. Schauen wir mal. Ne? So. Ja, aber wir sind alles erfahrene Piloten. Das denke ich auch. So, sieht man ja schon an unserer Schiffsauswahl hier, ne? Nur die fetten Dinger. Gut, dann legen wir los, würde ich sagen. Bam! Mal gespannt. Kann man eigentlich bei der Hammerhead, sag ich mal, sagen, so alle erstmal auf die Türme? Kann man die einzeln abschießen? Weiß es einer? Ne, kann man. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Was bei der KI viel bringt, ist halt die Ich würde eher aufs Heck schießen. Okay. Die haben sogar nur 10 Wellen. Die Triebwerke sind. Weil wenn die explodieren, dann kriegt die Hammerhead richtig Schaden. Alles klar. Wir müssen uns auf jeden Fall absprechen. Wäre sinnvoll. Ja. Machen wir auf jeden Fall. Oh, es sind übrigens 4 Gegner gespawnt. Alles klar. Also ich hoffe, jetzt kommen nicht, weil wir zu viert sind, kommen nicht 4 Hammerheads. Nein, aber die Gegner, ein bisschen blöd. Dann war's das, glaube ich. Das wäre krass, ja. So, ich würde sagen, was machen wir? Erstmal eine oder jeder? Ich glaube, hier können wir noch frei, oder? Hier ist noch frei. Dann nehme ich mir mal. Was nehme ich denn mal? So, der erste ist schon down. Doll. Ich glaube, irgendwie sind meine Einstellungen noch hier so ein bisschen komisch. Ich nehme mir den zweiten vor. Ich kann irgendwie nur Freunde analysieren, warte mal. Der zweite ist down. Nee, ich glaube, da ist einer. Jawohl, da ist einer. Giri Soliday. Leute, ja. Nur noch mal so. Also Sidko und ich haben die Miss. Wenn ihr diese Munitionspakete für uns lassen könntet, wäre es toll. Okay. Puff. Ach, ihr braucht die ballistischen Auffüllpakete. Genau. Ah, macht Sinn. Genau, und wenn irgendwas Größeres kommt, wo wir uns dann reparieren müssen. Oh, wir haben ja keine Chance, die Jungs. Da müssen wir uns absprechen. Müssen wir uns absprechen, genau das wollte ich sagen. Ja. Nicht einfach dumpf reinfliegen. So, Wave 1 ist kaputt. Kommen wir zu Wave 2. Also, ich will nur mal anmerken, gell, das Schiff. Habe ich selber nicht, also ich bin hier noch ganz noch mit dem Schiff ein bisschen so beschäftigt. Also von mir könnt ihr nicht viel erwarten. Klar, das wird schon. Ich beim Fliegen. So, ich gehe auf eine Karte des Black. Ich gehe auf eine Buccaneer. Ich auch. Esra Su. Ich gehe auf Sundara. Achso, dann nehme ich mir eine andere. Ah, die hast du auch? Ja, ich habe mir jetzt eine andere geholt. Mein Target ist down. Hier ist ein Schlüssel. Muss jemand den nehmen? Jetzt schon? Nee, ich brauche noch keinen. Dann nehme ich mir den. Zack. Da verfolgt mich doch einer und schießt einer. Ist ja wohl zu fassen. Ja, Unverschämtheit, oder? Echt hier. Oh, dass eine Cut des Black jetzt einen Schlüssel droppt, ist natürlich ziemlich geil. So, ich hab schon 2 da. Wow. Mal den nächsten. Ich hab grad. Hab ich jetzt wirklich einen Kill? Nein, man sollte sich vielleicht vorher über das Schiff informieren. Oh, das guck mal hier, Aran Deutsch. auf den schieße ich nicht. Ich will ja immer wissen, ob das Fantasienamen sind. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein. Keine Ahnung. Das haben wir ja hier eine Viertelstunde durchgespielt, das Ding. So, Wave 2. Ah, okay, also die Sentinel hat auch ein EMP, ne? Ja, aber den bitte nicht in unserer Nähe. Ja, nee, das ist mir schon klar. Ohne Reliant Tana, das ist aber auch sag neu, das oder? Mal, Volk. Leute? Oh Gott, das ist. Eine Reliant Tana ist aber auch neu, oder? Ja, die ist definitiv neu.
Also, ich schnappe mir jetzt eine Drake Buccaneer. Ich knarre. Mein Target ist down. Dann nehme ich mir jetzt die Aurora. Nee, die nehme ich gerade schon. Oha, wie viele Raketen gerade ich mich angreifen. Auch also down. Auf mich feuern. Das waren gerade 6 Stück. Muss ich Gas geben hier. Ich aus dem Quark die Mühle. Also Baxton, ich würde dir empfehlen, dann geh du auf die stärkeren Gegner, ja, wenn du da so gut drin bist. Wieso bin ich so gut da drin? Ja, weil du ja das schon mal ausprobiert hast. Okay. Noch sind die Gegner alle schwach. Oh, nice, ich hab ein Kill gemacht. Geil, eine Salve. Ich glaube, ich hab Kill. Buccaneer ist noch übrig. Oh. Bist du? Ich geh drauf. Ich hole sie mir auch. Ah, wahrscheinlich ist sie eh schon platt, wenn ich da bin. Ja, oh, alles klar. Das ist zu einfach, Freunde. Zu einfach. Vorsicht. Ja. Ja, genau. Später. Also ab Wave 8 geht's los. Ja, wahrscheinlich. Contract received. Oh, was kommt denn da? Oh Gott, Aurora LN ist nicht so mein Stil. Aber das gibt's leider nur. Nee, Cut is Black. Die auf die gehe ich. Da unten ist noch Munition, gell? Ja, noch bräuchte ich die nicht. Oh, jetzt fangen sie an, Raketen zu schießen, Leute. Ja, ja. Nee, das haben die schon längst. Ich hatte vorhin 6 Stück. Am Arsch. Target wieder einen Schraubenschlüssel? Braucht einer einen? Nö, ich habe hier selber einen. Den nehme ich mir jetzt, wenn keiner braucht. Ja, den meine ich. Achso. Okay, Irgendwer schießt doch auf mich hier. Warte mal auf damit, bitte. So, ich glaube, ich muss noch ein paar Raketen loswerden hier. Ah, ich heb sie mir auf. Ja, weil es droppen schon so viele. Es sind aber nicht immer alles die Raketen, die du auch nehmen kannst, ja? Wie? Na, es kommt auch an, welches Size die Raketen ist sind. Ist das so? Ich denke, ja. Sehr nice. Okay, hier sehe ich. Die Freelancer Mister ist echt so der Oberkiller, ne? Die rotzt definitiv was raus, ey, Junge. Deswegen, die würde ich nie wieder hergeben. Ne, auf keinen Fall. Bin gerade sehr zufrieden. Packen die jetzt hinter dem Stein? Vor allem, weil sie halt auch komplett gegimbelt ist, ne? Ist ja für mich perfekt als Joystick-Spieler. Ja, und 32 Raketen, ja? Ja, ja. Darf man nicht vergessen. Da ist sie. Kosch gut beim Auftanken, ha? Beim Auftanken zählt eigentlich. Es geht. Ja, noch. Stürzen sich alle auf. Ja, Leute, drückt mal Tab. Ja. Ja. Und nun? Schön, dass du kurz ja. Niemand mag Angeber wechseln, ja, bitte. Oh. Na gut, dann nehme ich mir halt. Oh, Miss. Ey, eine Freelancer Miss ist gerade hier gespawnt. Boah, ja, ich sehe sie. Boah, die mache ich sofort fertig. Boah, die mache ich fertig. Du meinst Finkel, ne? Virtual ja, Finkel. Oh, da bin ich gespannt, was die jetzt aushält. Aber geil, oder? Dass jetzt mal wirklich ein paar andere Schiffe spawnen auch. Nicht immer so der gleiche Mumpitz. Ja, die hält schon ein bisschen mehr aus. Also mit verstärkten Kühlern und verstärkten Powerplants. Sagte er und. Ganz gut. Oh, hier ist noch eine. Oh. Oder war das jetzt eine von uns? Ich hab's gar nicht gesehen. Ich habe keinen Gegner mehr. Achso, nee, dann war das. War das jetzt eine einzelne nur? Ja. Jetzt kommen hier die Units. Wieder ein einzelner, ne? Ne, jetzt kommen mehrere, okay. Oh, jetzt kommt Vanguard Warden, Gladius, jetzt kommen die härteren Schiffe. Gut, ich helfe dir erstmal bei dem hier. Ist gerade da.
Ja, alles klar. Ich flieg woanders hin. Ja, stimmt. Jetzt kommt die Gladius. Ja, aber die Vanguard ist nicht so. Ja, das stimmt. Aber ich finde das schon, das finde ich schon mal ganz geil, muss ich echt sagen. Dass jetzt auch wirklich ein bisschen Abwechslung hier reinkommt in die Bude. Weil ich find's ehrlich gesagt besser, wenn da mal ein paar stärkere Schiffe kommen, die auch ein bisschen was können, als irgendwie einfach immer nur mehr. Weißt du? Ja, Klasse statt Masse, meinst du? Ja, richtig, so. Weil ich habe neulich mal in der 3.6 nochmal Arena Commander gezockt, so ein bisschen zum Üben. Und letztendlich, du hast alleine irgendwann keine Chance mehr bei so vielen Dingern, weil die gehen alle auf dich. Ja, und wenn erstmal so 7 Cutlass Blacks nur auf dich gehen, ja, dann bist du einfach. Da kannst du nur versuchen, die Jungs auseinanderzureißen und irgendwie da ranzukommen, aber sonst hast du echt keine Chance. Oh, sie hat eine Rakete auf mich geschossen. Ist ja krass. Aber seit wann hat das Ding eigentlich nur 6 Wellen? Ich dachte, die hat 15, der Pirate Swarm. War das nicht so immer? Ja, es hat ja mehrere Wellen. Die hat nur 10 Wellen, 6 von 10. Ja, dafür ist es schwieriger geworden. Das finde ich okay. Ja, finde ich auch okay. Oh, da kommt ein paar. Ja. So, Constellation Andromeda. Oh, die nehme ich mir gleich mal. Ja, komme ich mit. Du meinst Crew, ne? Quadim Crew? Genau. Auf der kriegt von mir erstmal ein paar Raketen. Ja, ich werde ihn erstmal hier so ein bisschen eindecken. Habe ihn schon ein Triebwerk entfernt. Ja, alles klar. Dann suche ich mir halt meine eigenen so. Gladius haben wir noch und eine Vanguard. Ich schnapp mir mal die Gladius. Die Vanguard ist auch gerade unangegriffen, die nehme ich mir. So, Vanguard im Fokus. Oh, ich muss abbremsen, Felsen kommt. Oh. Aber bis jetzt muss ich sagen, klappt alles ganz gut, ne? Also es ist kein Gezuckel. Dass das irgendwie die. Ich muss umschalten. Oh, die haut mir ganz schön. Die KI ist auch ein bisschen intelligenter geworden. Ja, schon. Die fliegt auch besser, finde ich. Ja. Vor allem die Flugmanöver. Vor allem die richten sich auch jetzt schön aus, ne? Und straven und so. Und vor allen Dingen fliegen sie glatt und nicht irgendwie hoch und runter, links und rechts. Und okay. Braucht den Schlüssel. Hat sie dir zugesetzt, oder? Ja, die hat mir meine Stelle runtergeschossen. Na komm jetzt! Ah, hier ist der P-52! Aber die Vanguard zahlt viel aus, habe ich das Gefühl. Die Gladius, oder? Ich finde die Gladius, die hat gerade echt viel ausgehalten. Aber vielleicht hat sie bessere Schilderungen gehabt. Die kassiert gut. Militärkomponenten. So, Gladius. Ich komme dir zur Hilfe. Oder schaffst du? Ich bin auch schon da. Oh, der Arme. Von allen Seiten. Der wurde erstmal destroyed. So, Leute. Jetzt geht's eigentlich los. Jo. Backen hier habe ich. Andromeda. Ich schnapp mir mal die Andromeda. Jo. Oh, da sind 2 Andromedas. Ich gehe auf die andere. Ich weiß auch gar nicht, welche ich habe. Ich gehe auf King Kong. Okay, ja, auf den bin ich auch gerade. Dann gehen wir zu 2 drauf. Schadet ja nichts, ne? Nö. Die kriegt von mir erstmal eine Salve von Raketen. Ja, ich schicke auch mal eine los. Schilde sind schon down, knapp. Ja, sie ist fast tot. Oh, das war's. Sehr gut. Den Schlüssel kannst du dir gerne nehmen, falls einer ist. Ich brauche keinen. Ich nehme mir jetzt die Gladius. Ich nehme mir die andere Constellation vor.
Ach ne, ist wieder so eine scheiß P52. Da ist schon einer dran an der Conny, ne? Ja. Weiß er nicht. Okay, die P52, die ist ganz schön schnell. Aber egal, meine Waffen sprechen für mich. Sodele, Servus, da bin ich wieder da. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, oder? Nee, wir dachten einfach, du bist so ein stiller Kämpfer, weißt du? Ja. Nee, ich gammel ja hier hinterm Felsen rum. Ah ja. Ja, ich hatte gerade einen Anruf. Deswegen. Ja. Weil ich mich da schnell stumm geschlagen. Kein Problem. Ja, das kann man mal im Kampf kurz so machen, ne? Wenn es ums Leben geht. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ja hier da. Vor allem, wenn man mit solchen erfahrenen Piloten zusammenarbeitet. Ja. Ist das easy. So. Schraubenschlüssel, braucht einer? Ah ja, Sidko, zwei Kills. Rakete, nehme ich mal wieder. Dann bin ich auch wieder voll. Was für Kills? Wie viele Kills? Ja, du hast gerade zwei Kills hintereinander gemacht. Ach so, meinst du? Ich dachte insgesamt, das wäre ja aber traurig. Ey. Nee. Ja, danke, danke schön. Danke. Drück mal Tab, gell? Oder hast du mit Absicht gerade schon so gemacht? Weiß nicht, ich drück mal Tab. So mit zwei Kills ist ja traurig. Ah, ja. Ja, mach mal Tab. So, Daiki Burke. Ja. Ja. Und wer hat zwei Kills? Ja, du wahrscheinlich, weil du am Telefon warst, ne? Ja, das habe ich, ich nicht drauf gedacht. Leute, ich werde übrigens ich bin gerade von 5 Schiffen eingedeckt worden. Was ist los mit euch? Keine Ahnung. Ja, hab telefoniert. Du ziehst die Aggro auf dich wahrscheinlich, weil du so. Musst dich halt ein bisschen. Ich muss sagen, Welle 8 war jetzt auch nicht so schwer. Ja, aber jetzt fängt's an, oder? Ja, jetzt wird's tricky. Also, meine rechten Waffen sind schon kaputt. Echt? Ja. Ja, wenn du natürlich auch angegriffen wirst, wie blöd. Bei mir geht's eigentlich noch. Dann reparier dich. Ja, nächster Schraubenschlüssel gehört dir. Alles klar, ich geh jetzt erstmal auf eine Gladius. So, ich muss dich halt ein bisschen taktisch zurückhalten. Die Warden mal unter Beschuss nehmen. So, okay, erster Down. Jetzt gehe ich auf die Warden. Du gehst auf die Warden? Ich gehe auf die Warden, ja. Ich gehe auf die Gladio. Ich hoffe, es gibt noch einen. Okay, alles klar. Dann gehe ich auf eine Warden. Boah, jetzt kriege ich wieder einen Anruf. Ich glaub's nicht, was ist heute los? Entschuldigung. Du musst ja nicht rangehen, Mensch. So, die traut sich nicht. Die ist ein bisschen zurückhaltend. Ne? Die wird wahrscheinlich gleich loslegen. Die werden wir erstmal die Schilde runterballern und dann werden wir da ein paar Raketen hinschicken. Das merke ich immer ein bisschen besser, wenn die Schilde down sind. Ich habe mir 3 Raketen hingeschickt. Yes. Yeah. Hier, Schraubenschlüssel, brauchst du? Ja. Könnte ich ganz gut gebrauchen. Danke. Jo. Waffen wieder heile. So, dann haben wir nur noch eine Gladius, oder? Das war's dann schon wieder. Ja. Und dann kommt schon die Hammerhead. Junge, Junge. Ist ja nix. Aber wir können versuchen, mit den EMPs erstmal die Schilde von der Hammerhead runterzukriegen, ne? Haben wir EMPs? Hat euer Schiff eins? Und die Sentinel hat EMPs. Ah, ja, cool. Hab ich gar nicht gesehen. Aber dann dürft ihr ja nicht hinfliegen, weil sonst kriegt ihr die ja mit ab, ne? Ja, dann versuchen wir das einfach mal, wa? Ob das geht. Wäre ganz geil. Ich hoffe übrigens, dass wir irgendwann mal auch Multicrew-Schiffe zusammenfliegen können. Also, dass wir zum Beispiel eine Hammerhead fliegen. Das wäre mal echt richtig nice. Das wäre natürlich toll, ja. Na komm, soll der Geiz. Ah, zu spät. So, ich hole mir mal die Moon, ja? Jo. Hallo, wieder da. Das ist aber schön. Hallo. Willkommen zu Welle 10. So, mal ganz kurz durchchecken. Defeat Hostiles in P52. Hab ich nicht gelesen. Oh, nee. Genau, komm. Und dann kommt erst die Hammerhead. Voll gut. Jetzt geht's ab, Freunde. Wir haben nur P52 am Ende. Was ist das für ein Schwachsinn? Nein, die sind vor der Hammerhead. Ich hab ne rote Merlin vor mir. Ja, ich hab ne grüne Merlin. Ich hab auch ne Merlin. Na, machen wir erstmal die Merlins fertig, rot, oder? Rot Markierung hast du. Also ich hab ne lila ne Merlin.
Shield under Attack. Ja, ist doch schön für dich. Aber eine Merlin, die müsste doch eigentlich ruckzuck down sein, oder? Wenn du sie nochmal triffst. Ja, bestimmt. Ja, das ist halt das wenn Problem. Du sie mal triffst, ja. Nur bei dem. Da muss einfach mal irgendwas treffen. Puff. Meine okay. Merlin ist Geschichte. Shield an der Attack. Meine Waffen sind schon wieder kaputt. Also sind ganz schön flink, die Merlin jetzt. Stirb. Yeah. Target destroyed. Der schießt ja auch nicht, ey. Ja, komm schon. Stirb! Wo ist die denn? Na toll. Das ist immer das Geilste, ne? Wenn du gerade eine Rakete abschießt und dann geht's drauf. Oh, ich bin gerade gut unter Feuer. Ah, die sind halt sehr flink, ne? Ja, das ist schon. Das ist für eine Avenger. Nicht Avenger. Und da sind echt gute Piloten, ne? Am Start hier. Aber wir sind auch gute Piloten. Das sind bessere Piloten, logisch. Oh, komm schon. Die. Next one. Das Problem ist, wir verschießen jetzt ziemlich viel Munition an den Dingern. Ja, ja, das stimmt. Haben wir noch eine? Da oh, sind noch viele. Zwei. Oh, okay. Jetzt geht es ab. Chris Roberts hat's gesagt. Hammerhead. Badam. Wie viele sind's? Eine oder? Eine. Okay. Also ich rotz jetzt alle Raketen, die ich habe. Ja, lass uns erstmal ein bisschen die Schilde down machen. Oh, wir haben noch Hilfe bekommen hier übrigens. Egal, ich rotz alle Raketen rauf. Aber lass erstmal die Schilde runterrocken, dann sind die Raketen besser. EMP ist abgesetzt, aber ich glaube, viel hat das nicht gebracht. Lass mir noch was über, ne? Bin noch zu weit weg. Ah, ich auch. Ah, jetzt ich hab Schiss, wenn die einmal eine Salve macht, das dann tschüss und weg. Naja, die setzt schon gut. Das sind ja, glaube ich, 4er oder 5er Repeater auch in den Türmen. Ich bin zu weit weg, ey. Oh. Oh, die hat mir das komplette rechte Oha. Ohne dass ich es großartig gemerkt habe. Das ganze rechte Schiff von mir ist weg. Das ist echt heftig. Egal, du hast ja 5 Leben. Okay, meine Raketen sind out. Ich fliege jetzt sehr nah an sie ran. Um den bestmöglichen Schaden zu machen. Ich fahr jetzt auch noch ein paar Raketen raus. Das war ja auch. Okay, wir haben irgendwas bei ihr zerstört. Aufs drauf. Badum, Alter. Keine Chance. Ey, ich bräuchte den Schraubenschlüssel. Ja, hauen, ziehen wir rein. Eh vorbei. Geht das? Das ist eh vorbei. Aber warum ist da nicht vorbei? Also, ja, 10, okay. 14. Hey, ich dachte immer 15, aber das haben sie jetzt geändert, oder? Ja, aber ist so easy, oder? Also jetzt zu also viert auf jeden Fall. Das ist zu einfach. Ja, das stimmt. Also da könnten echt 2 oder 3 Hammerheads zum Schluss kommen, finde ich. Also die Vanguards für Arena Commander sind halt ein bisschen schwierig, da die halt
vorne die ganzen Geschütze ja nicht gegimbelt sind, diese ja. vier. Und die Sentinel zum Beispiel, die hat dann zwar diese Repeater, aber das sind halt auch nur Distortion-Repeater. Hm. Und dann die Attrition halt als gegimmelte Waffe. Aber mit diesen Distortion-Waffen kannst du ja momentan nicht so wirklich was ausrichten. Ja. Das heißt, du schießt nur mit einer Attrition 4. Und die Raketen, da hat man natürlich nicht so viel Feuerkraft. Hm. Ja, das stimmt. Aber, ja. Ja, gut, aber das Problem ist, bei den anderen Waffen, da haust du zwar gut rein, aber du hast halt keine hohe Feuerrate und damit. Ja, ich bin auch kein Fan. Also mit ungegimbelten Waffen und dann noch Laser Cannons, oh ne, da kann ja. ich gar nicht antreten, ey. Das ist. Mit Joystick ist das echt eine Qual. Mit Maus, glaube ich, geht das noch. Aber mit einem Joystick, da bist du echt nur am Rumrudern und triffst nichts und das ist nix. Also nicht für mich. Also ich hab eher die andere Erfahrung gemacht, dass man mit einem Joystick besser ungegimbelt fliegt. Echt? Ja, ich weiß nicht. Ja. Komm ich da, weil du kannst halt diesen mit gegimbelten Waffen kannst du halt den Assist benutzen halt, ne? Ja, ja, genau. Das ist natürlich echt super. Gut, Leute, das war's schon. Ne? Ich dachte, es dauert länger, aber wir haben sie einfach übelst platt gemacht. Schönen Dank, dass ihr dabei wart und wir hoffen, dass mal da so ein bisschen mehr kommt dann nochmal. Ein bisschen herausfordernder wird, ne? Das Ganze. Jo. Ne? Ja, vielleicht kommt auch. Ja irgendwann dann der Vendul Swarm und dann gibt's eine richtig schöne. Sag schnell hier, so ein Capital Vendul Schiff. Das wäre nochmal was. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, glaube ich auch. So ein Kingship. Richtig. Ja, klar. Mit Entern und dann noch FPS. Boah, das wäre so gut. Ja, das wäre mega geil. Okay, Freunde. Wir sind hier nur im Arena Commander, gell? Ja. Vielen Dank. Bis dahin. Ja. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Tschüss.